Besonders in Entwicklungsländern, die mit Armut und Korruption zu kämpfen haben, ist eine unabhängige und genaue Information sehr wichtig. Die Medien spielen eine entscheidende Rolle, um in Krisenzeiten Hoffnung zu geben. In Haiti hat die katholische Kirche trotz großer sozialer und politischer Hindernisse über 30 Jahre ihre eigenen Kommunikationsmedien aufrechterhalten und auf christlichen Werten basierend informiert. Diese Institutionen haben das Schicksal der Haitianer beim schweren Erdbeben von 2010 geteilt und waren keine Ausnahme. Radio Soleil war 24 Stunden auf Sendung. Wie Sie aber wissen, hat sich seit dem 12. Januar alles geändert. Das Gebäude von Radio Soleil ist eingestürzt und wir verloren zwei aus unserem Team. Ich spürte das erste Beben. Ich konnte nicht weg. Ich weiß nicht, ob glücklicherweise oder unglücklicherweise. Auf jeden Fall. Das ganze Haus fiel zusammen und dann ging ich hinaus. Ich sah, dass die Kathedrale zerstört war. Nur 10 Meter von dem Gebäude war das Pfarrhaus, wo der Erzbischof Serge Mio und der Generalvikar lebten. Auch ich wohnte in dem Haus, ich hatte mein Zimmer dort. Das Haus stürzte zusammen und der Erzbischof und der Generalvikar wurden getötet. Während dieser schrecklichen Momente in Haiti war Radio Soleil von großer Bedeutung. Trotzdem das Haus und vieles der Ausrüstung zerstört wurden, war es von vorrangiger Bedeutung, wieder auf Sendung zu kommen. Radio Veritas von den Philippinen war die erste Institution, die Hilfe anbot. Bald kamen die amerikanische Bischofskonferenz und Kirche in Not dazu. Wir brauchen Equipment, das ist klar. Aber auch mit wenig Equipment können wir die Botschaft weitergeben. Das erfahren wir jetzt. Mit geringen Mitteln können wir die Leute erreichen und mit diesen Menschen kommunizieren. Ein alter Lastwagen war die einzige Möglichkeit, das Equipment zu installieren. Mehrere Monate lang diente dieses vorübergehende Studio als kleines Werkzeug für einen großen Auftrag. Radio Soleil konnte viele in Haiti geistlich ermutigen und diente als Kommunikationskanal für die, die ihre Verwandten suchten. Die Zuhörerschaft von Radio Soleil ist viel mehr als nur die katholischen Hörer. Und sie sind sehr froh darüber, Radio Soleil wieder zu haben. Radio Soleil verbreitet weiter das Evangelium und erzieht die Menschen. Denn das braucht Haiti heute. Wir müssen unsere Leute erziehen. 1978 gegründet, musste Radio Soleil vieles erleiden, um seiner Sendung treu zu bleiben. 1985, während der Diktatur von Jean-Claude Duvalier, wurden das Radio und die Crew angegriffen, weil sie die Wahrheit über die andauernden Repressionen aufdeckten. Als es vor langer Zeit gegründet worden war, war es wirklich Zeit. Denn es gab andere kommerzielle Radios, sogar die anderen Konfessionen hatten eines, wir aber brauchten ein Radio für uns. Und dieses Radio spielte eine sehr, sehr wichtige Rolle, als der Kampf gegen die Diktatur begann. Radio Soleil war das einzige Radio, in dem die Menschen die Möglichkeit hatten, offen zu sprechen. Nach 30 Jahren Radio Soleil wurde ein weiterer audiovisueller Dienst ins Leben gerufen, der ein Alternativprogramm für Familien bietet. Wir von Télé Soleil versuchen, ein Programm zu machen, in dem sich alle wiederfinden. Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Und wir versuchen auch,
Wir versuchen auch, eine religiöse Erziehung anzubieten. Wir versuchen, Dokumentationen zu zeigen, die den Menschen erklären, was ihre Religion bedeutet, was katholisch sein bedeutet und moralische Werte. Zum Beispiel, wie man als guter Bürger lebt in einem Land, wo es sehr schwierig ist. Also Bildung, Information und Erziehung. Ich arbeite hier, weil ich meine Arbeit mag. Die Fernsehstation. Ich schneide gerne ein Programm. Ich mag das. Das ist mein Gefühl hier. Ich mache die Arbeit für Jesus. Denn der Sender ist von der katholischen Kirche. Deshalb mag ich sie. Die Finanzierung von Massenmedien in einem so armen Land wie Haiti scheint unmöglich, ja sogar unvernünftig angesichts der vielen anderen Nöte. Ich unterstütze Radio Soleil, denn durch das Radio wächst mein Glaube an Jesus Christus. Meine Großmutter sagte immer, ich werde immer römisch, apostolisch, katholisch sein. Trotz der schlechten Beförderungsmittel, trotz der großen Armut und der Entbehrungen seit dem Erdbeben kommen viele zu Fuß, um ihren monatlichen Beitrag zu leisten. Über die finanzielle Hilfe hinaus ermutigen sie jeden, weiterzumachen. Seit Januar, wenn sie kommen, sagen sie, ich bin jetzt Stunden gelaufen, habe mich nicht entmutigen lassen. Ich möchte euch weiter im Radio hören. Sie kommen von so weit. Das ermutigt einen, seine Arbeit gut zu machen. Geistlich gesehen bringt mich das Gott näher. Es war erstaunlich, wie die Menschen auf meinen Aufruf reagiert haben. Und im Jahr danach haben wir noch mehr Geld gesammelt. Letztes Jahr, vor dem Erdbeben, haben wir 75% unseres Budgets gehabt. Und das ist viel, wissen Sie? Es war nicht nur so, dass wir das ganze Geld eingesammelt haben, um die Radiostation weiterzuführen. Es war auch ein Test. Wenn die Menschen in Haiti 75% der Radiostation aufbringen können, dann ist das etwas. Denn die wirtschaftliche Situation in Haiti, in Port-au-Prince, ist entsetzlich. Ermutigt durch die Erfahrung in Port-au-Prince entstanden weitere 10 Radiostationen. Die Station in der Diözese Jacmel war auch von dem Erdbeben 2010 betroffen. Sie arbeitet vorübergehend auf den Fluren der Bischofskonferenz weiter. Hallo? Es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Instrument für die Pastoralarbeit, für Nachrichten, Information und Bildung. Es ist nach wie vor sehr wichtig, sogar für die Priester. Wenn wir einen Priester erreichen wollen, denn Telefone gibt es in den entlegenen Gebieten nicht. Beim Radio aber, jeder hört Radio. Und jetzt, da es ein Netzwerk gibt, versuchen sie, Programme zu verbinden, die man dann im ganzen Land hören kann. Wenn ich zurückblicke, jetzt nach dem Erdbeben, dann kann ich sagen, dass Radio Soleil gute Arbeit geleistet hat. Dann sagen wir, Gott ist gut. Und Gott weiß warum. Ich meine, er setzt Radio Soleil in das Leben der Haitianer.
denn es ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Und Radio Soleil macht mit seiner guten Arbeit weiter. Stunden gelaufen, habe mich nicht entmutigen lassen. Ich möchte euch weiter im Radio hören. Sie kommen von so weit. Das ermutigt einen, seine Arbeit gut zu machen. Geistlich gesehen bringt mich das Gott näher. Es war erstaunlich, wie die Menschen auf meinen Aufruf reagiert haben. Und im Jahr danach haben wir noch mehr Geld gesammelt. Letztes Jahr, vor dem Erdbeben, haben wir 75% unseres Budgets gehabt. Und das ist viel, wissen Sie? Es war nicht nur so, dass wir das ganze Geld eingesammelt haben, um die Radiostation weiterzuführen. Es war auch ein Test. Wenn die Menschen in Haiti 75% der Radiostation aufbringen können, dann ist das etwas. Denn die wirtschaftliche Situation in Haiti, in Port-au-Prince, ist entsetzlich. Ermutigt durch die Erfahrung in Port-au-Prince entstanden weitere 10 Radiostationen. Die Station in der Diözese Jacques Mel war auch von dem Erdbeben 2010 betroffen. Sie arbeitet vorübergehend auf den Fluren der Bischofskonferenz weiter. Hallo? Es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Instrument für die Pastoralarbeit, für Nachrichten, Information und Bildung. Es ist nach wie vor sehr wichtig, sogar für die Priester. Wenn wir einen Priester erreichen wollen, denn Telefone gibt es in den entlegenen Gebieten nicht, beim Radio aber, jeder hört Radio. Und jetzt, da es ein Netzwerk gibt, versuchen sie, Programme zu verbinden, die man dann im ganzen Land hören kann. Wenn ich zurückblicke, jetzt nach dem Erdbeben, dann kann ich sagen, dass Radio Soleil gute Arbeit geleistet hat. Dann sagen wir, Gott ist gut. Und Gott weiß warum. Ich meine, er setzt Radio Soleil in das Leben der Haitianer. Denn es ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument.
Und Radio Soleil macht mit seiner guten Arbeit weiter. Besonders in Entwicklungsländern, die mit Armut und Korruption zu kämpfen haben, ist eine unabhängige und genaue Information sehr wichtig. Die Medien spielen eine entscheidende Rolle, um in Krisenzeiten Hoffnung zu geben. In Haiti hat die katholische Kirche trotz großer sozialer und politischer Hindernisse über 30 Jahre ihre eigenen Kommunikationsmedien aufrechterhalten und auf christlichen Werten basierend informiert. Diese Institutionen haben das Schicksal der Haitianer beim schweren Erdbeben von 2010 geteilt und waren keine Ausnahme. Radio Soleil war 24 Stunden auf Sendung. Wie Sie aber wissen, hat sich seit dem 12. Januar alles geändert. Das Gebäude von Radio Soleil ist eingestürzt. Und wir verloren zwei aus unserem Team. Ich spürte das erste Beben. Ich konnte nicht weg. Ich weiß nicht, ob glücklicherweise oder unglücklicherweise. Auf jeden Fall. Das ganze Haus fiel zusammen und dann ging ich hinaus. Ich sah, dass die Kathedrale zerstört war. Nur 10 Meter von dem Gebäude war das Pfarrhaus, wo der Erzbischof Serge Mio und der Generalvikar lebten. Auch ich wohnte in dem Haus. Ich hatte mein Zimmer dort. Das Haus stürzte zusammen und der Erzbischof und der Generalvikar wurden getötet. Während dieser schrecklichen Momente in Haiti war Radio Soleil von großer Bedeutung. Trotzdem das Haus und vieles der Ausrüstung zerstört wurden, war es von vorrangiger Bedeutung, wieder auf Sendung zu kommen. Radio Veritas von den Philippinen war die erste Institution, die Hilfe anbot. Bald kamen die amerikanische Bischofskonferenz und Kirche in Not dazu. Wir brauchen Equipment, das ist klar. Aber auch mit wenig Equipment können wir die Botschaft weitergeben. Das Gebäude von Radio Soleil ist eingestürzt. Und wir verloren zwei aus unserem Team. Ich spürte das erste Beben. Ich konnte nicht weg. Ich weiß nicht, ob glücklicherweise oder unglücklicherweise. Auf jeden Fall. Das ganze Haus fiel zusammen und dann ging ich hinaus. Ich sah, dass die Kathedrale zerstört war. Nur 10 Meter von dem Gebäude war das Pfarrhaus, wo der Erzbischof Serge Mio und der Generalvikar lebten. Auch ich wohnte in dem Haus. Ich hatte mein Zimmer dort. Das Haus stürzte zusammen und der Erzbischof und der Generalvikar wurden getötet. Während dieser schrecklichen Momente in Haiti war Radio Soleil von großer Bedeutung. Trotzdem das Haus und vieles der Ausrüstung zerstört wurden, war es von vorrangiger Bedeutung, wieder auf Sendung zu kommen. Radio Veritas von den Philippinen war die erste Institution, die Hilfe anbot. Bald kamen die amerikanische Bischofskonferenz und Kirche in Not dazu. Wir brauchen Equipment, das ist klar. Aber auch mit wenig Equipment können wir die Botschaft weitergeben. Das erfahren wir jetzt.
Mit geringen Mitteln können wir die Leute erreichen und mit diesen Menschen kommunizieren. Ein alter Lastwagen war die einzige Möglichkeit, das Equipment zu installieren. Mehrere Monate lang diente dieses vorübergehende Studio als kleines Werkzeug für einen großen Auftrag. Radio Soleil konnte viele in Haiti geistlich ermutigen und diente als Kommunikationskanal für die, die ihre Verwandten suchten. Die Zuhörerschaft von Radio Soleil ist viel mehr als nur die katholischen Hörer. Und sie sind sehr froh darüber, Radio Soleil wieder zu haben. Radio Soleil verbreitet weiter das Evangelium und erzieht die Menschen. Denn das braucht Haiti heute. Wir müssen unsere Leute erziehen. 1978 gegründet, musste Radio Soleil vieles erleiden, um seiner Sendung treu zu bleiben. 1985, während der Diktatur von Jean-Claude Duvalier,